Es gibt Demut, es gibt Hochmut, es gibt Übermut, es gibt ja ganz viele Arten von Mut, aber das nenne ich richtigen Mut. Also den hätte ich zum Beispiel nicht. Also mein Leben so weit mich so auszusetzen für das Leben der anderen, ich glaube, den Mut hätte ich nur bei meinem eigenen Sohn. Also immer Mut, wenn man mutig ist, da wo andere eigentlich eher klein beigeben. Und es kommt ja immer auf die Menschen an, die dann den Mut haben, auch was zu sagen und sich auch auszusetzen, einer Gefahr auszusetzen. Ja. Also ich bin jetzt nicht fürs Kriegerische. Ich denke nicht, das ist für mich Kühnheit oder Tollkühnheit oder Übermut. Aber und eben sich der Gefahr auszusetzen, auch abzustürzen. Das sind mutige Menschen oder mutige, also wie Rosa Luxemburg natürlich im Übermaß mutig. Gleichzeitig versuche ich aber auch immer, die Menschen so zu zeigen mit ihren Widersprüchen. Also ich mache jetzt keine Helden aus. Sie haben Mut, aber sind keine Helden, sondern sie müssen auch immer wieder mit ihren eigenen Schwächen zurechtkommen. Ja. Und das finde ich spannend bei einer Person. Also es sind nur mutige Menschen, die gar nicht mit sich kämpfen müssen, also die gar nicht auch mal abstürzen, das würde mich nicht interessieren. Gerade wenn man also nun politische Figuren aus der Vergangenheit porträtiert, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man sie nicht so auf den Sockel stellt und mit dem Kranz, sondern eben eher herunterzieht und beleuchtet und von sozusagen einmal mit der Kamera um sie rumfährt. Ja. Und dann, denke ich, machen sie noch mehr Mut anderen, als wenn man sie nur so, also als Helden, da hat man immer das Gefühl, die haben sich gar nicht so wahnsinnig anstrengen müssen. Ja. Einmal der Mut, also auch physisch Dinge zu machen, vor denen sie normalerweise Angst haben. Also ich weiß noch, ich bin mitten, also ein Moped, was ich überhaupt nicht bedienen konnte, musste ich durch den Stadtverkehr in München fahren, so mitten durch die Autos und so weiter und konnte eigentlich gar nicht. Ja, aber ich habe es gemacht und in dem Moment habe ich mich einfach da reingeworfen und alle nachher hatten kreidebleiche Gesichter, weil sie dachten, ich baue einen Unfall. Aber da hat man also so einen Mutschub, ja, der eben einem das erlaubt. Auf der anderen Seite ist natürlich Mut auch, dass man sich entblößt. Ich meine, als Schauspieler ist man ja ganz nackt vor der Kamera. Als Regisseur kann man sich immerhin hinter der Kamera verstecken. Man wird nicht, also einem wird nicht in die Seele geguckt. Und als Schauspieler, also sagen ja die Augen, und wenn man hineinblickt, sieht man eben auch, was stimmt und was nicht stimmt. Also wenn ich heute als Regisseurin eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, ich sehe, ob der wahrhaftig ist und ob der das spürt und fühlt, was er mir da sagen will oder nicht. Und davor muss man natürlich, hat man Angst und muss den Mut aufbringen, auch sein Inneres nach außen zu zeigen. Und das ist ja manchmal nicht gerade ehrenwert, was man da alles in sich hat. Ja. Ich bin eigentlich immer jemand, der eher so ein bisschen besänftigen will und ein bisschen die Leute so einpackt in ein bisschen was Wohliges. Ja. Aber manchmal muss man eben auch, wenn man merkt, ein Schauspieler kommt nicht an das ran, was man will, dann muss man auf einmal fast aggressiv werden. Ja. Und das bedeutet Mut für mich, dass ich den Menschen dann so herausfordere, dass ich ihn unter Umständen auch etwas quäle. Ja. Ja, immer wieder gefragt von, ja, machst du Filme, die Mut machen und so weiter. Und ich denke, Mut macht auch Qualität, Kunst. Also wenn ich einen Film sehe, der schlecht ist, verliere ich sofort den Mut. Denke ich, oh weh, das ist ja so schwer, einen Film zu machen, das werde ich ja nie schaffen. Wenn ich einen guten Film sehe oder sogar ein Meisterwerk, ja, könnte ich ja eigentlich so viel Angst bekommen davor, dass ich sage, oh, das schaffe ich ja nie, so gut bin ich nicht. Nein, im Gegenteil, wenn ich einen guten Film sehe, denke ich, ach, es ist ja doch möglich. Ja? Und das macht mir Mut.